Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei My Time at Porsche, auch hier auf YouTube. Wir spielen heute mal ein bisschen im Stream Porsche. Wird also eine sehr lange Folge für euch auf YouTube. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass das hier eben gerade ein, ich weiß es nicht, wie viel Stunden Video wird. Ja, genau. So, und hier hat jetzt gerade jemand was im Chat geschrieben. Necklord. Manchmal werden dadurch aber auch komische Leute angezogen. Ist zwar auch schon ewig her. Moment, ich mach mal Pause. Und diese Person hat auch öfter mal so gestreamt und das erste Mal, als sie mit Cam gespielt hatte, kam jemand rein, der ihr gleich Geld geboten hat, um sich frei zu machen. Ach du lieber Himmel. Und jemand, der das erste Mal in den Stream jedenfalls geschrieben hat und gleich gefragt hat, ob er Mod werden kann, da er eine gewisse Zahl an Abonnenten auf YouTube hat. Ja, keine Ahnung, genau so, ne? Also ich glaube, ich sehe jetzt nicht gut genug aus, dass mir jemand Geld bietet, damit ich mich ausziehe, aber sowas halt, ich weiß nicht. Das nee. Also es übrigens für YouTube, es geht hier um Webcam und sowas. Im Stream und im Let's Play und wie man das so findet. Gut, machen wir mal weiter. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich hier war und was ich jetzt machen muss. Irgendwelche Sachen hatte ich bestimmt vorbereitet für irgendwas. Ich weiß nur nicht mehr was. Schauen wir mal rein. Also, wir haben noch die Aufgabe für die Nähmaschine, die wir bauen sollen. Aha. Dann haben wir noch einen Auftrag für eine hölzerne Spieluhr. Okay. Und ich glaube, wir hatten noch irgendwelche Sachen vorbereitet für Ausbauten oder so. Na, mal gucken. Ich schau mal, was wir draußen so in den Maschinen am Laufen haben. Also ja, wir hatten jetzt ja eine Weile das Let's Play pausiert. Also ich weiß auch nicht, wir werden es vielleicht jetzt ab und zu mal im Stream spielen. Also es kommen jetzt nicht regelmäßig Porsche-Folgen, nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst, für jemanden, der es jetzt auf YouTube gerade guckt. Es wird jetzt nicht regelmäßig was kommen. Also jeden Tag oder so, sondern vielleicht ab und an eben mal so ein Stream-Mitschnitt. Genau. So, es ist offenbar also Winter. Wir haben bereits Kühe und Schafe, ja. Und haben die denn auch noch genug zu essen? Mal so gefragt. Gucken wir gleich mal. So. Muss mich erstmal wieder reinfinden. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn man längere Zeit nicht gespielt hat, da wieder zu begreifen, wo man überhaupt gewesen ist. Also wir haben hier einen Haufen Bronzesachen vorbereitet. Glas. Für was war denn das Glas? Ich habe keine Ahnung. Auftanken können wir hier mal. Können wir eigentlich mal überall machen. So. Muss gleich mal gucken, was wir für die Maschine brauchen, die wir da bauen. Sicherlich wollte ich irgendwas bauen. Lass mich mal gucken. Was haben wir denn hier noch so drin liegen? Der Kran. Für was ist das denn gedacht? Habe ich auf der Karte noch irgendwelche offenen Sachen? Lass mich mal sehen. Ich weiß nicht mal, wofür wir die Sachen gebraucht hatten. Das Glas und so. Da will irgendwer was. Wer ist das denn? Gail. Puh, schwierig, schwierig. Ich weiß nicht mehr genau. So, wartet mal. Jetzt gucken wir erstmal, was brauchen wir denn für diese Nähmaschine? Nähmaschine. Schleifmaschine. TÜV-TÜV-Haltestelle. Lautsprecher, Aufzug, Aufzug. Tickier. Nee, das ist nicht das, was ich brauche. Wasserrad, der Bohrer. Hier, industrielle Nähmaschine. Das wollten wir bauen. Aha. Brauchen wir doch aber kein Glas dafür?
Ich weiß nicht mehr, wofür ich das Glas gemacht habe. Für irgendwas wird es wohl gewesen sein, aber ich weiß nicht mehr für was. Okay, wir brauchen ja also viermal hartes Aluminium. Sieben Stahlplatten. Zwei Gummiriemen, zwei Lagerungen, einen verbesserten Motor, da haben wir einen. Und einen Nähkopf, den haben wir auch. Okay. So, Gummiriemen, die macht man auf dem Arbeitstisch Level 3. Gummifrüchte, Qualitätsleder. Davon haben wir genug. Machen wir jetzt vielleicht erstmal die Qualitätsleder. Habe ich hier nachgefüllt? Ja. Stahlplatten standen. Wie viele Stahlplatten waren es? Wartet, muss nochmal nachgucken. Sieben. Wahrscheinlich brauchen wir dafür Stahlbarren. Moment, waren die hier? Nee. Wo hat man denn Stahlplatten hergestellt? Hier vielleicht. Hier habe ich auch Holz hergestellt für irgendwas. Da. Stahlplatten. Sieben Stück. Wir machen mal auch nur sieben, weil. Naja, Material ist teuer und so. Und Leder. Moment, wie viel war es? Handbuch. Vier Stück Qualitätsleder. Das müsste hier sein, oder? Oh. Ah, da. Qualitätsleder. Dafür brauche ich Pigmente. Vier Pigmente. Und Pigmente macht man im Mixer. Das ist das hier. Ah, ich glaube, die konnten wir noch nicht herstellen, weil wir diese Blumen dafür nicht haben, ne? Die Regenbogenblumen, genau. Also muss ich mir die kaufen gehen. Oder habe ich Pigmente? Moment. Steht doch immer dabei, ob ich das besitze. Irgendwo konnte man das nachgucken. Pigmente. Ich glaube, ich gehe mir welche kaufen. Kann die ja bei Carol kaufen. So. Und dann muss ich ja noch diese komische Musikmaschine bauen. Gail will irgendwas. Das ist doch der. Ist das nicht hier der Bürgermeister, der Gail? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Leute gesprochen habe. Ja. Ich kann es nicht erwarten. Okay. Ein Teetisch. Okay. Teetisch. Da können wir auch dann gleich mal gucken noch. Ach ja, wartet mal. Mussten wir dafür vielleicht Glas machen? Wartet mal, wartet mal. Ich überlege gerade was. Moment. Hier drüben. Was ist denn da los? Da müssen wir mal hingehen demnächst. Okay. Also ein Teetisch muss ich mir mal merken. Und eine hölzerne Spieluhr brauchen wir noch. Und vier Pigmente wollte ich jetzt kaufen. Wie rennt man nochmal so? Pigmente. Warum ist die da? Wollte gerade sagen, warum ist die nicht da, aber sie ist ja da. So. Okay. Das wird das. Ein Teetisch und eine hölzerne Spieluhr. Ach ja, schön, mal wieder in Porsche reinzugucken. Als ich das Let's Play dazu gemacht habe, habe ich mich so ein bisschen gezwungen gefühlt. Deswegen habe ich da auch irgendwann aufgehört. Weil, weiß nicht, es hat halt dann irgendwie nicht mehr so Spaß gemacht, wenn man das so regelmäßig machen muss. Aber jetzt so finde ich nochmal wieder reinzugucken total schön. So, also vier Stück. Bestätigen, das kannst du hier nochmal reintun. Okay. Wo haben wir denn eigentlich unsere Kisten? Hier. Alles sortieren.
Ja. Keine Ahnung. Ich guck mal, was ich jetzt für diese anderen Sachen brauche, für den Teetisch. Also, ein Teetisch. Den könnten wir sogar bauen. Dann bau den mal. Und dann brauche ich das da. Ah, hier war vielleicht das Glas, oder? Nee. Egal, wir bauen es mal. So. Dann ist das schon mal fertig. Okay, was brauchten wir jetzt noch? Lagerungen. 2 Stück. Und hartes Aluminium. Hartes Aluminium. Wo macht man denn das? Oh, war vielleicht das Problem, dass ich hier kein Aluminium herstellen kann? War vielleicht das Problem? Haben wir dafür das Glas gebaut? Von elektrischer Hochofen. Okay, das da ist kein elektrischer Hochofen, ganz offensichtlich. Nee. Okay, brauchten wir vielleicht für den elektrischen Hochofen das Glas? Moment. Haben wir die elektrischer Hochofen? Haben wir die Anleitung überhaupt schon? Nö. Elektrischer Hochofen. Ja, nun. Ich pack das Glas erstmal hier rein. Für irgendwas wird es wohl gut gewesen sein. Okay, elektrischer Hochofen. Habe ich CDs dabei? Ja, ich gehe nochmal eben zum Dingens hoch, zum... Ah, ich komme nicht auf den Namen. Forschungszentrum, wollte ich sagen. Und guck mal, ob ich da wieder CDs abgeben kann. Oh, du willst auch was, Alo? Was willst du denn? Ich würde echt gerne Spaghetti mit scharfer Soße will der essen. Müssen wir mal gucken, ob wir das kochen können. Hallo Tama, schön, dass du da bist. Wie geht's dir, meine Liebe? Hattest du einen schönen Tag? Freut mich, dass du reinschaust. So, du wolltest den Tisch da haben. My Time at Porsche, wie schön. Ja, mal wieder reinschauen in unseren alten Spielstand hier. Falls es dich interessiert und du da Bock drauf hast, musst du natürlich nicht. Kannst du ja gerne das Let's Play dazu nochmal angucken. Auf YouTube irgendwann, wenn du, wie gesagt, mal Zeit und Lust hast. Das quasi hier dem, was wir jetzt gerade machen, vorausgeht. Weil wir halt jetzt schon ein bisschen weiter sind und ich den Spielstand jetzt einfach weitergespielt habe. Nur damit du nicht ganz so verloren vielleicht dann bist. Aber musst du nicht, wie gesagt. Nur falls du Bock hast. Mein Tag war gut, danke. Das ist schön, das freut mich. Das ist supi. So, der wollte Spaghetti mit Soße. Spaghetti mit scharfer Soße, so hieß das, ne? So, dann gehe ich jetzt noch die Uhr abgeben. Und dann müssen wir mal gucken. Elektrischer Hochofen stand da, glaube ich, ne? Wer wollte das denn jetzt haben hier? Die? In der Schule vielleicht? Das kann natürlich sein. Ja. Molly, Dolly und Polly. Ich mag die drei Mädels. Ich will meine Schüler mitnehmen, um Sivas Hof am Rande der Wüste zu besuchen. Ich hoffe, sie sind schon aufgeregt. Wir gehen nicht sehr häufig auf Ausflüge. Lucy, ich habe dein Zeug hier. Danke, das wird mir sehr nutzen. Wunderbar. So, damit hätten wir das mal abgeschlossen. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe selber gespielt, bin also nicht ganz verloren. Wunderbar, das ist gut. Großartig. Das freut mich. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Ich weiß
weiß nicht mehr, wofür ich das Glas brauchte. Hm, ärgerlich. Jetzt gehe ich mal hier rein und gucke, ob ich da eventuell nochmal CDs abgeben kann. Oder ob wir schon welche abgegeben haben. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir momentan gerade irgendwas erforschen. Petra. Forschung. Wir werten immer noch die Datendisks aus, die du uns gebracht hast. Okay. Das dauert wohl also noch ein bisschen. Ja, wir brauchen die Anleitung für den... Moment, nochmal nachgucken. Handbuch. Für den elektrischen Hochofen. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Aber wir können ja den ganzen Rest schon mal herstellen. Also die Lagerungen fehlen uns dann noch. Zwei Stück. Gucken wir mal das. Und dann würde ich sagen, laufen wir mal in die Wüste. Vielleicht nicht mehr unbedingt heute. Und gucken mal. Ja, gucken mal, was da auf uns wartet. Da ist ja irgendwas zu tun offensichtlich, denn da war ja so ein gelber Kreis. Ach ja, und wegen der Spaghetti wollte ich noch gucken, wie man die kocht. Spaghetti mit scharfer Soße will der essen. Wahrscheinlich braucht man dafür Chili, nehme ich mal an. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gekocht habe. Ich hoffe, man braucht keinen Fisch. Angeln ist so... Oh, ich hasse Angeln. So, lass mal gucken. Fischbrei-Obstsalat. Spaghetti mit scharfer Soße. Chili, Fleisch und Mehl. Chili, Fleisch und Mehl. Okay, Chili? Ich wollte nicht alle. Ich wollte nicht alle. Wie kann ich denn... Shift. Eine Chili. Fleisch und Soße. Fleisch und Mehl. Was rede ich wieder für einen Quatsch, Mensch. Das war doch jeweils eins, oder? Habe ich nicht irgendwo eine Kiste für gekochte Nahrung gehabt? Hier. So. Moment, nochmal gucken. Chili, Pfeffer, Fleisch und Mehl. Ja, okay. Spaghetti mit scharfer Soße. Wunderbar, dann können wir Alu auch bringen, was er will. Wo finde ich den denn jetzt gerade? Ah. Gute Frage, nächste Frage. Ah, hier können wir sogar schon mit dem Bus hinfahren, sehe ich gerade. Das ist gut. Aber wo ist denn jetzt Alu? Ist er vielleicht oben... drin in seiner Gilde möglich. Gucken wir mal. Mai Mai. Der ist meistens in der Brigade. Ne? Ja, genau, das denke ich auch. Also. Oder er ist halt irgendwo in der Wüste unterwegs, glaube ich. Da findet man den auch oft. Aber hier in der Stadt ist er eigentlich meistens nicht. So. Was macht er denn hier? Er ist aber nicht da, ne? Hm. Ach Mensch, Alu! Wo ist er denn? Ah! Bleib stehen! Der ist bestimmt gerade raus, wo ich rein bin. Ah. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Was war das denn jetzt gerade? Hammer! Warum kam da jetzt so viel? Das ist ja krass. Das habe ich ja auch noch nie erlebt.
Wahnsinn. So, ich sehe noch zwei gelbe Pfeile auf dem, auf der Map. Da oben ist noch was. Töfte-Faltestelle. Ah, brauchte ich vielleicht für die Töfte-Faltestelle das Glas? Gucken wir mal. Das könnte durchaus möglich sein, dass es dafür gewesen ist. Dann schauen wir mal. Okay, Töfte-Faltestelle. Das könnte wohl sein. Brauchte man dafür Glas? Nee, glaub nicht. Boah, wo hab ich denn... Moment. Kann ich da noch rein? Vielleicht habe ich es für einen Ausbau gemacht oder so. Zu. War ja klar. Alles klar. Da ist aber noch mehr. Wartet mal. In die Richtung sind zwei Pfeile. Das ist einmal der... Und der, ja doch, doch, dann passt das ja. Ich habe gedacht, es wäre irgendwo anders noch einer. Eine Töfte-Haltestelle. Dafür braucht man auf jeden Fall Dinge. So. Töfte-Haltestelle. Da. Nee, da braucht man auch kein Glas. Ich weiß es nicht, wofür ich Glas gebraucht habe. Also, wir brauchen 5 Hartholzdielen. Die haben wir noch und die haben wir noch. Und Faserstoff. 3 Faserstoff. 3 Faserstoff für 5 Hartholzdielen. Ne. Ah, ist noch nicht fertig. So, Faserstoff. Warte mal, das ist die Schleifmaschine, ne? Was brauche ich hier für Zinnlegierung? 8-mal. Moment. So. Alle, die mit Alo befreundet sind, haben ihre Beziehung zu dir auch verbessert. Ach, wie cool. Das wusste ich gar nicht mehr, dass das so funktioniert. So. Alles klar. Ich glaube, dann können wir heute erstmal nichts weiter erledigen. Außer ins Bett zu gehen. Leider. Na gut. Morgen will ich mal gucken... Vielleicht habe ich das Glas gemacht für irgendeinen Hausausbau oder für irgendeinen Maschinenausbau. Das kann durchaus möglich sein, dass ich das vergessen habe. So. Oh, wir haben Post. Das könnte vielleicht unsere Anleitung sein. Mal gucken. Ah, nee, von Albert. Wie geht's dir nach dem Abenteuer im alten Minenschacht? War sicher lustig, aber ich habe einen neuen Auftrag für dich. Weißt du, wir benötigen einen Wasserturm und eine Ladestation für unseren Fahrzeugboxenstopp. Glaubst du, du könntest so etwas für uns bauen und einrichten? Baupläne sind anbei. Wenn du keine Zeit hast, frage ich einfach Higgins. Nee, das machen wir schon. Das finde ich mal lustig. Ah, nee, jetzt steht hier nicht nur Albert, okay. Weil manchmal schreiben die so einen Brief und obwohl hier unten noch eine Zeile frei wäre, ist dann auf der nächsten Seite nur so der Name noch drauf. Das ist witzig. PS, es kommen demnächst noch einige andere Aufträge für Südblock. Ich werde sie ab morgen auf dem schwarzen Brett der Handelsgilde veröffentlichen. Okay. So, Wasserturm, Aufladestation müssen wir bauen. Vielleicht können wir ja davon irgendwas bauen. Mal gucken. So, jetzt erstmal die Tierchen. Achso, ich wollte gucken, ob die überhaupt genug zu essen haben, ne? Da habe ich gar nicht nachgeguckt jetzt. So. Kakapupu aufsammeln. So. Wie sieht's denn hier aus? Ach, naja, doch. Ist noch ganz gut was drin. Können wir hier noch ein bisschen was dazu machen? Haben wir Kartoffelfrüchte? Haben wir auch noch da? Aroma-Äpfel. Machen wir es so. Genau. Aufladestation und Wasserturm.
Achso, wartet, jetzt gucke ich aber erstmal, dass ich hier die, den Stoff auf den Weg bringe. Ah, wie viel war das jetzt? Muss man mal nachgucken. Drei Faserstoff. Drei Faserstoff, fünf Hartholzdielen hatten wir, glaube ich, gemacht, ja. Drei Faserstoff. So, die sind auch fertig. Wunderbar. Die packe ich dann mit in meine Kiste hier rein, damit ich beim nächsten Mal wieder vergessen habe, warum ich das getan habe. Gehört hier dazu. So. Das ist das. Irgendwas brauchte ich doch dafür noch. Ein Motor war es, glaube ich. Bauteile. So ein Motor. War es der? Ich glaube. Ich glaube. Packe ich den auch noch mit hier rein? Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, welche Kiste das ist hier. Ah ja. Der gehört auch noch zur Nähmaschine. So. Hartholzdielen. Das gehörte zur Achso, nee, da musste ich... genau, da musste ich Lederriemen draus machen. Gummiriemen, so rum. Nicht Lederriemen, Gummiriemen. Brauchten wir da nur zwei Stück davon? Ja, offensichtlich. So, das gehört auch zur Nähmaschine. Okay, dann müssen wir gleich nochmal gucken, was uns da noch fehlt. Nähmaschine. Also Faserstoff ist am Bauen. Bronzeplatten sollten wir noch da haben. Bronzerohre auch. 2 und 4 gucke ich gleich mal. Und die Nähmaschine... Dafür brauchte ich jetzt noch... Genau, die kann ich noch nicht machen. Das habe ich. Die Lagerungen. 2 Stück. 2 Lagerungen. Okay, Wasserturm gucke ich mir gleich mal an. Was hat mir jetzt hier für die Lagerungen gefehlt? Ach ja, die Zinnlegierung. Ja. Oh, leg doch mal das Holz aus der Hand. So. Eine fehlt noch. Sollte gleich fertig sein. Du kannst hier eigentlich schon mal die Töff-Töff-Station drauf tun. So. Bronze, Rohre und genau die. Und Platten. Da. So, dann fehlt da nur noch der Stoff. Genau, dann fehlt da nur noch der Stoff. So. Das brauche ich gleich. So. Ist es fertig schon? Wie lange braucht das noch? Noch eine Stunde. Das braucht noch 3 Stunden. Okay. Wasserturm. Wasserturm. Wasserturm und was noch? Was ist das denn? Moment. Aufladestation. Und da will jemand was. Moment. Halt, bleiben Sie stehen. Bitte bleiben Sie stehen. Wer sind Sie? Du nicht? Einer von denen will... Oh, die wollen alle was. Was ist denn hier los? Lilly, genau die Person, nach der ich suche. Was kann ich für dich tun, Alo? Nun, ich habe gestern Abend mein gewöhnliches Trainingsprogramm durchgezogen und mache gerade meinen 500. Schlag, als meine Trainingspuppe auseinanderbricht. Ich brauche so schnell wie möglich einen Ersatz. Das sind aber viele Schläge. Da wird alles auseinanderbrechen. Ich verlasse mich auf deine Handwerkerfertigkeiten, dass du mir eine Trainingspuppe baust, die eben nicht auseinanderbricht. Denkst du, du bist der Herausforderung gewachsen? Ja, sicher. Hervorragend. Ich will so schnell wie möglich wieder zur gewöhnlichen Routine zurück. Ich denke, der Bauplan für die Trainingspuppe steht im Forschungszentrum zur Verfügung. Ich habe es schon mal gelesen. Gesehen. Gelesen? Gesehen? Keine Ahnung. So, und dann wollte die andere auch noch was von uns.
Ist irgendwas mit S hieß die, glaube ich. Ich weiß gerade nicht. Sam. Trainingskumpels. Hey Lilly, willst du immer noch mit mir trainieren? Ich habe gehört, dass du dich ganz gut anstellst. Wieso? Warum? Wir sind ein Grenzort, deswegen. Also gut, legen wir los. Halte dich jetzt bloß nicht zurück. Was? Wie? Was? Warum? Nein! Tun Sie doch nicht dieses! Nein, ich weiß nicht mehr, wie man ausweicht. Hilfe! Nein! Oh Gott! Hilfe, ich weiß nicht mehr, wie man ausweicht. Ach ja, rechte Maustaste. Genau. Yeah, gewonnen! E-Auto. E-Auto? E-Auto. Ich weiß nicht, was du damit meinst, Lennart. Puh, das war ein anstrengendes Training. Du weißt wirklich, wie man kämpft, Sam. Das Gleiche trifft auf dich zu. Ich war nicht enttäuscht. Oh, kleinen Moment mal eben. Moment. Danke, dass du dir für das Training mit mir Zeit genommen hast, um ehrlich zu sein. Ah, ich kann es so machen. Ich kann nicht raus tabben, leider. Moment mal eben. Wie das nervt. So. Und... Moment. So, das. Okay. Jetzt haben wir's. Entschuldigung, das musste gerade mal kurz sein. Ach, hast du schon. Ja, genau. Hier ist ein Bottom-Chat. Ja, genau. Ja, danke. Danke, Lennart. Hab schon gelöscht. Die Töff-Töffs sind E-Autos. Ah, so war das gemeint. Ja, genau. Aber ich mag die Töff-Töffs. Die erinnern mich irgendwie so. Kennt ihr den Film Mein Nachbar Totoro? Da kommt doch dieser Zug, dieser Bus, der so aussieht wie eine Katze. Irgendwie erinnern mich die Töff-Töffs an diesen Bus, der aussieht wie eine Katze. Ich weiß auch nicht wieso. Ich muss da immer an meinen Nachbar Totoro denken. Danke, dass du dir für das Training mit mir Zeit genommen hast. Um ehrlich zu sein, muss ich immer zu trainieren, um mit Alo und Remi mithalten zu können. Diesen Wundern der Natur. Gut. Hat noch jemand eine Quest für mich? Ja. Da nämlich. Und was haben wir hier? Ach so, da kommt der Fahrzeugboxenstopp und die Aufladestation hin. Alles klar. Dann gehen wir uns mal jetzt diese Mission noch holen, würde ich sagen. Jetzt haben wir hier so lange rumgedillert. Vielleicht ist in der Zeit ja unser Zeug hier fertig geworden. Ja, wunderbar. Dann kann ich die Legierung eben, die Lagerung hier noch machen. Legierung, was rede ich für einen Quatsch? So, das wäre das. Hier arbeitet es noch. Und wir könnten uns mal einen neuen Auftrag auch in der Handwerkergilde holen. Ich wollte ja auch gucken, ob es hier irgendwas zum Ausbauen gibt. So. Oder ob ich da eventuell... Hallo Albert, mit deinem albernen Hut. Ob ich da eventuell das Glas für hier vorbereitet habe. Es könnte gut möglich sein. Also, was könnte ich denn ausgebaut haben wollen? Arbeitstisch ist schon Max-Level. Das hier vielleicht? Verbessern. Nee, dafür brauche ich auch hartes Aluminium. Also dafür war es garantiert nicht. Wollte ich vielleicht hier nochmal verbessern? Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Gestärktes Glas. Nee, dafür brauche ich auch, glaube ich, den besseren Ofen. Also hierfür waren die Sachen garantiert nicht. Wer weiß.
Ja, das mit den Bots, da muss ich immer, ich muss da immer selber gerade reagieren, weil gerade kein Mod da ist. Dann dauert das immer einen kleinen Moment länger, weil ich erstmal aus dem Spiel raus muss und so. Aber das kriegen wir alles hin. So, dann schauen wir mal. Da ist auf jeden Fall einer dieser Spezialaufträge, glaube ich. Einen hölzernen Brückenkörper. Antoine. Ein hölzerner Brückenkörper. Den müssten wir bauen können. Ich nehme das mal an. Kann ich denn jetzt von denen hier noch einen annehmen? 512 gibt der. Kristallhalsketten. Ich weiß nicht. Ich glaube, die kann ich bauen. Ah, kann ich nicht. Okay. Gut, hätte ja sein können. Immerhin. Tag, Presley. So, dann war noch jemand, der da oben. Sehe ich es gerade. Jemand noch, der einen Auftrag hatte. Nee, wartet, wir gehen da lang. Wo ist denn hier diese Treppe? Ist das der Doktor oder so? Könnte sein. Oder die Krankenschwester. Dr. Xu. Ich bin letztens zur Wüste gereist. Dort gibt es mehrere Arten nützlicher Kräuter. Ich frage mich, ob ich damit neue Kräutermischungen zusammenmischen kann. Ja. Hast du in letzter Zeit das Geländer oberhalb der Schule gesehen? Es ist vollkommen abgenutzt. Ich befürchte ständig, dass sich eines Tages beim Vorbeigehen jemand den Arm brechen wird. Kannst du es reparieren und mich beruhigen? Danke. Gerne. Kein Problem. Ich muss gleich mal gucken, ob wir für irgendwelche Aufträge ein Zeitlimit haben. Das gibt es nämlich ja auch. Vorher gucke ich nochmal, ob noch jemand einen Auftrag für uns hat. Momentan sehe ich erstmal keinen. So, dann schauen wir mal rein. Was gibt's denn hier? Carols Nähmaschine hat kein Zeitlimit, das auch nicht. Wasserturm und Aufladestation. Ich nehme das jetzt hier erstmal raus in der Übersicht, weil das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Eine neue Trainingspuppe. Da haben wir nur 6 Tage Zeit. Die sollten wir also machen. Dafür haben wir 14 Tage Zeit und für das Geländer haben wir ewig Zeit, aber das können wir eigentlich auch mal machen. Da brauchen wir Stahlplatten und Kupferdraht. Okay. Dann gehen wir mal nach Hause. Und gucken mal, was wir erledigen können. Wie gut, dass es in dem Spiel keinen Fallschaden gibt, hey. Und eine Trainingspuppe. Da brauchen wir allerdings, glaube ich, erst die Anleitung dafür. Moment. Ja. Verdammt. Da muss ich mal zu Petra gleich gehen. Es kann sein, dass ich die so bekomme, wenn ich mit ihr rede. Beziehungsweise, wenn wir das Rezept. Wartet mal. Wenn wir das Rezept noch nicht hätten, müsste das doch dastehen. Durch übermäßigen Beanspruchungen. Erhofft, dass du einen. Der Bauplan für die Trainingspuppe ist im Forschungszentrum erhältlich. Hier steht aber, wir sollen die schon bauen. Vielleicht. Wartet mal. Nee. So, was hatte ich jetzt gesagt? Wir brauchen Stahlplatten und Kupferdraht. Kriege ich hier Kupferdraht? Ja. Aber Kupferdraht habe ich, glaube ich, noch. Das ist fertig. Wunderbar. Und Stahlplatten. Nochmal 3 Stück. Ich weiß, es wäre wahrscheinlich sinnvoller, immer viel von den ganzen Sachen zu bauen, aber ich mag das immer lieber, so quasi das Zeug so zu bauen, wie ich es gerade brauche. Das bringt mich weniger durcheinander irgendwie, ich weiß auch nicht. So, die ist fertig, das heißt, die können wir dann mal gleich anbauen gehen. Hölzerner Brückenkörper, den müssten wir doch eigentlich auch bauen können.
Da. Was brauchen wir denn? 3 Kupferrohre? Da müssen wir noch eins herstellen. Nochmal 5 Hartholzdielen. Und das war's eigentlich. Okay. Also 5 Hartholzdielen und 1 Kupferrohr. Kupferrohre waren auch hier, ne? Ach, okay. Dann müssen wir halt kurz warten. Und 5 Hartholzdielen wieder. So. Dann bringen wir jetzt mal... Achso, und ich wollte gucken, ob ich Kupferdraht irgendwo habe. Nein. Ich wollte in die Kiste. Ja, haben wir. Sehr gut. 2 Stück waren es, glaube ich. Kupferdraht. Die werde ich dann gleich brauchen. Packe ich mich schon mal ins Inventar. Was war's noch? Bronzerohre und das Holz halt, ne? Bronzerohre, ja genau, und das Holz. Okay, dann gehen wir mal die Töff-Töff-Station aufbauen. Wo war das jetzt? Da oben. Da müssen wir hier mit dem Fahrstuhl hoch. Okidoki. Hätte ich jetzt auch mit dem Töff-Töff hinfahren können. Naja, was soll's. Ich müsste mir vielleicht mal einen Pferdestall zulegen. Das wäre, glaube ich, nicht so eine schlechte Idee. Herr Marienkäfer. Ich glaube, im Englischen heißen die Mr. Ladybug. Sehen die nicht niedlich aus? Ich mag ja auch die Mob-Gestaltung hier im Spiel. Also überhaupt, es ist alles sehr liebevoll gestaltet und ich sag mal so mit viel Liebe zum Detail. Oh, den schaffen wir doch! Oh. Ich hätte ihn geschafft, wenn du nicht hängen geblieben wärst, du dumme Troller. Menno. So. Dann die Töff-Töff-Station. Komme ich da überhaupt hin? Ist die Frage. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Nee. Oh, ich dachte gerade schon. Das wäre jetzt echt blöd gewesen. Wenn ich da nochmal hätte zurücklaufen müssen. Du. Hello there. Hello there. Hallo, Fronilein. Wie geht's dir, meine Liebe? Hallo, Lu. Schön, dass du da bist. Zack. Töfte-Faltestelle. Können wir direkt wieder runterfahren. Nee, wisst ihr was? Ich fahre jetzt mal hier hin und wir gucken mal, was da so abgeht. Na, alles fit? Aber sicher doch. Und bei dir auch alles fit? Ich hoffe, euch geht's gut. Wie geht's Markus heute? Ich hoffe, ein bisschen besser. Oder, ja, nicht so blöd. Ich glaube, ich muss dahin. Wir spielen heute mal ein bisschen My Time at Portia. Portia. Porsche. Nee, ich muss da unten hin. Moment mal. Da unten muss ich hin, okay. Ui.
Ja, was soll ich hier? Soll ich da in die Mine? Warum nicht? Machen wir das mal. Level 35 bis Level 38. Könnte... Aber, nee, das ist doch... jetzt ist der Kreis weg. Es ist einfach nur... War das einfach nur, damit ich weiß, dass es hier eine neue Mine gibt? Das kann sein. Okay, nee, da will ich jetzt noch nicht rein. Das ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu haarig. Oh. Hallo. Landpflegedatenchip. Ja, man, die Datenchips, da muss ich auch erstmal gucken. Da muss ich mich ein bisschen besser mit dem Dingens anfreunden. Bleib stehen! Bitte warte! Oh, geschafft. Mit dem A, wie heißt er denn? Der Droide da. Der Roboter. Ich weiß den Namen. Ich weiß die Namen immer nicht aus dem Kopf. Von den ganzen NPCs. Na gut, dann gehen wir eben wieder nach Hause. Ach Mist, ich wollte doch zum Forschungszentrum. Wie spät ist denn? Da muss ich gleich nochmal gucken. Es kann sein, es ist schon zu spät. Ja, auf jeden Fall zu spät. Also dann morgen. Den Datenchip. Irgendwo habe ich die liegen, diese Chips. Wartet mal. Genau. Landpflegedatenchip 2. Den haben wir schon doppelt. Den haben wir schon doppelt. Stecken die? Ja, sehr gut. Kupferdraht. So, hier wollte ich jetzt noch ein Bronzerohr ein Kupferrohr herstellen. So. Das arbeitet. Das ist fertig. So. Stahlplatten. Dann können wir hier das vielleicht... Achso, das ist schon drauf. Okay, alles klar. So geht, glaube ich, nur, wenn ich es vollständig habe, ne? Die waren für die Nähmaschine. So. Das brauchte ich dafür. Okay, würde ich sagen, machen wir morgen dann das Geländer ganz und gehen mal beim Forschungszentrum vorbei. Und die Sachen für den Brückenkopf müssten dann auch fertig sein. So. Ab ins Bett. Ab ins Bett. Ach, Leute. Heute ist wieder ein ekelhaftes Wetter. Verlassene Wüstenruinen läuft gleich ab. Gleich. Ich glaube, morgen oder so wahrscheinlich. Oder vielleicht auch heute in ein paar Stunden kann auch sein. Ich weiß es nicht genau. Ich hätte gerne mal Post vom Forschungszentrum, muss ich ehrlich sagen. So. Boah, ich habe gerade echt ein bisschen Hunger, fällt mir so auf. Ich muss mir, glaube ich, gleich mal ein Brot schmieren oder sowas. So. Oh, jetzt ist der Lüfter ausgegangen, von ganz alleine. Ah ne, jetzt ist er wieder angegangen. Was ist denn da los? Ich mach mal aus. Ich glaube, der hat sich ein bisschen überhitzt schon gerade. Aber ich habe da so kalte Füßis. So. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. So. Habe ich einen Kopf gebaut? Bin ich eigentlich blöd? Ich habe einen Kopf gebaut. Ich brauche einen Körper. Viel Spaß im Lurk, liebe Froni. Uns geht's soweit ganz gut, dank der Nachfrage. Markus' Tag ist, wie soll ich sagen, ziemlich turbulent. Ach Mensch, immer noch wegen der Arbeit wahrscheinlich. Aber das soll er dir später selbst erzählen. Ich verzupf mich mal. Leider gleich in Lurk, muss gerade noch einen Auftrag finalisieren. Bis später, Liebes. Ja,
Dann viel Erfolg beim Arbeiten und danke für deinen Lurk-Support, meine Liebe. Dann arbeite mal schön weiter. Oh, ich habe das Falsche gebaut. Ich bin so dumm. Und ihr sagt nichts. Mensch, Leute, wir brauchen doch das da. Oh. Na egal, den Brückenkopf können wir vielleicht im Museum abgeben. Ich muss mal gucken. Ich weiß nicht, ob der da auch abzugeben ist. Bronzeplatte und Steinziegel brauche ich da. 12 Steinziegel und noch 3 Bronzeplatten. Okay, 3 Bronzeplatten und 12 Steinziegel. Ach, ich bin so doof, Mann. 12 Steinziegel. Passt mal auf. 4, 8, 12. Wir teilen das auf. Machen hier 4 Stück. Hier 4 Stück. Oder hier mal 2. Wir haben ja noch ein paar. Hier kommen so. Ein paar Öfen hier übrig. Und hier nochmal 4. Habe ich das Falsche gemacht? Hm. Drei waren es, ne? Nee. Ja. Okay. Hab ich einfach das Falsche gebaut? Naja, was soll's. So. Oh, bin ich so doof. Jetzt habe ich das wegsortiert wieder. Ah, Leute! Ach, Mann! 2 davon und wo habe ich die Bronze, wo habe ich jetzt die Platten? Hier drin? Ja. 3 waren es, ne? Ich habe einfach auf Sortieren gedrückt. Gut. Was man nicht im Kopf hat und so weiter und so fort. Hör auf zu lachen. Der Mann im Hintergrund lacht wegen seiner Story beim Spiel. Und natürlich genau im passenden Moment, wo es sich anhört, dass er, als ob er mich auslachen würde, ne? Entschuldigung. Mister. So. Wartet mal. Ich will mal ganz kurz was nachgucken. Steht nicht dabei, ob das ein großes... Aber ich glaube, das brauche ich hier nicht abgeben. Im Museum. Wir probieren es trotzdem mal. Ob ich das irgendwo hin tun kann. So. Klein. Gehört nicht in eine Ausstellung. Alles klar. Dann eben nicht. Da ist er. Also... Das mit der Trainingspuppe, das könnte ein bisschen eng werden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das nicht schon kann, die Trainingspuppe. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann das schon, weil ich halt nicht die Anzeige habe, dass ich nochmal im Forschungszentrum vorbeigehen soll. Aber dann müsste die ja hier irgendwo dabei sein. Sonst muss ich das gleich mal googeln. Die Trainingspuppe. Ah, doch, da ist er doch. Hä, warum wurde mir das vorhin nicht als offener Auftrag angezeigt, als ich auf das Ausrufezeichen geklickt habe? Okay, wir können die Trainingspuppe schon, glaube ich. Naja. Okidoki, das Geländer. Kann ich das jetzt hier eigentlich verkaufen? Ja. Ja, keine Ahnung. Nimm hin, ist egal. Hat jetzt nicht viel gekostet. So, das Geländer. Zack, fertig. Dann können wir dem Doktor Bescheid sagen, dass alles wieder okay ist. Wo war nochmal die Treppe? Da. Nee, der ist hier unten irgendwo. Wo ist der? Ist der bei...
Ah, der wird vielleicht hier bei der Dingens sein, oder? Ja. Fertig mit der Reparatur des Geländers, vielen Dank. Ich hätte es selbst repariert, wenn mir niemand geholfen hätte, aber du hast es offenbar viel besser gemacht, als ich es gekonnt hätte. Juhu, kein Problem. Oh, Kiu-Kiu! Hallo, du kleines Schnuffelschweinchen, du süßes Muffelpuffelschweinchen. Hululu! Es ist so süß, ich liebe es. Es ist so niedlich, Kiu-Kiu. Ich bin fast gewillt, den Bruder hier von Ginger zu heiraten. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Nur damit das Schwein bei mir einzieht. Okay, so. Dann haben wir hier unten noch Sachen zu tun. Da gucke ich gleich mal, was wir dafür brauchen. Die Trainingspuppe, die müssten wir bauen können eigentlich. Also laut meinem Buch müssten wir die bauen können. So, wie hieß du jetzt gleich nochmal? Ack. Ack. Heute ist Samstag, heute ist Bewertungstag. Das können wir auch mal machen. Oh, dieser Mist immer. Offenbar das Kabel. Und das. Dass mir das nicht aufgefallen ist. Da. Sowas auch immer, ne? Oh, wo könnte denn der Fehler sein? Hm, ich habe keine Ahnung. So, und das noch. Wow. Okay. Guckt mal hier. Was brauchen die? Verbundholzbretter. Brauchen die nur Verbundholzbretter? Eisenholzstützwerke. Eine Bushaltestelle. Verbundholzbretter. Ein Dach mit Schornstein. Bushaltestelle. Meinen die damit eine Töfte-Haltestelle? Ach nee, der Plan ist im Anhang. Gibt 5000. Nehmen wir den. Kann ich mehrere annehmen? 3000. Kann die alle annehmen? Ja, damit. Was? Du kannst immer nur einen Auftrag gleichzeitig annehmen. Ich habe doch die anderen. Puh. Warum ging das denn jetzt? Das ist ja merkwürdig. Habe ich die jetzt alle angenommen? Ich will mal gucken. Oder habe ich jetzt das Spiel kaputt gemacht? Nö, hab die alle angenommen. Komisch. Dach mit Schornstein, Verbundholzbretter. Bushaltestelle, Eisenholzstützwerke. 27 Tage Zeit. Ich hoffe, ich brauche da nicht wieder irgendeine Maschine dafür, für die ich den Bauplan noch nicht habe. Das wäre sonst sehr dumm gewesen jetzt. Naja, mal gucken. Wenn dieser Tag hier rum ist, werde ich, glaube ich, mal kurz eine Pause machen und mir mal eben fix ein Brot schmieren. Ich habe gerade sehr großen Hunger, muss ich ehrlich zugeben. So, wie sieht's denn hier aus? Eins fehlt noch. Das ist auch fast fertig. So, jetzt gucke ich nochmal wegen dieser Puppe. Warum ist die hier bei Missionen nicht drin? Normal müsste die doch da drin sein. Wo war das jetzt? Da habe ich den Auftrag. Also. Ich hab's doch noch nicht, glaube ich.
hier wird es ja nicht dabei sein. Lagerkiste, Teetisch. Nee, ich kann die noch nicht bauen. Oh, jetzt muss ich erst warten. Och, hoffentlich läuft dieser Auftrag nicht ab. Jetzt muss ich erst warten. Das könnte jetzt blöd laufen, ne? Bis wir erstmal die Anleitung bekommen haben, die wir jetzt noch kriegen irgendwann. Und dann muss ich noch warten, bis ich diese Anleitung hier bekommen habe. Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal eben googeln. Googeln, wie wir an die Puppe rankommen. Moment. Also. My time at Porsche. Trainingspuppe. Training Dummy. Ach, geh weg. So. Wir können ja schon mal vielleicht die Sachen dafür bauen, damit es dann nicht so lange dauert. Die braucht 6 Stahlplatten, 5 Hartholz und 3 Seile. Kann ich mir gleich mal rüberlegen auf die andere, auf den anderen Bildschirm. Crafted. Ja. Aber wo kriege ich denn das Rezept am besten schnell her? Ist a crafting book. Ah, ich kann das bei denen kaufen. Ja, jetzt verstehe ich das. Oder? Ich muss das bei der... Genau, bei dieser komischen Kasse muss ich das kaufen. Jetzt habe ich es verstanden. Ah, alles klar. Okay. Das kriegen wir doch hin. So, und ich lege mir das jetzt hier mal auf einen anderen Bildschirm, damit ich sehe, was ich dafür brauche. Genau. So, wunderbar. Dann gehen wir nochmal zurück zum Forschungszentrum. Ich habe das ganz vergessen, dass man ja da auch noch Bücher kaufen kann. Stimmt. Da will ich hin. Gott. Ja. Wie gesagt, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Was gibt's denn hier sonst noch so für Baupläne? Waffenständer, Trainingspuppe. So. Alle anderen Baupläne habe ich schon. Okay. Achso, wartet, ich muss das, glaube ich. Nee. Muss ich das? Ah. Sehr gut. Okay, ich könnte jetzt auch mit dem Bus wieder fahren. Ach, lohnt sich doch kaum. Dann können wir die Puppe schon bauen. Alles klar. Das freut mich doch. Also, wir brauchen 6 Stahlplatten. Ich glaube, für 6 Stahlplatten haben wir nicht mehr genug Stahlbarren. Das heißt, wir machen jetzt erstmal Stahlbarren gleich. Und zwar jede Menge. Stahlplatten. Da brauchen wir Carbon-Stahlbarren, genau. So, dankeschön. Dankeschön. Carbon-Stahlbarren.
Achso, das ist noch nicht fertig. Kann ich? Auf den kleinen auf jeden Fall nicht, aber auf denen hier könnte es sein, dass ich die bauen kann. So, jetzt aber die Trainingspuppe. Jetzt können wir sie bauen. Sehr schön. So, wir brauchen noch 5 Hartholzdielen und 2 Seile. Und Hartholzdielen. Brückenkörper. Bronzeplatten. Habe ich Bronzeplatten gemacht? Ja. Na. So, da fehlt noch was. 35 Minuten. Hier mal die Kiste langsam leer kriegen, die eine. Ah, Bronzeplatten. Ja. Na komm. Na komm schon. Schneller. Du. 5, 4, 3, 2, 1, fertig. So, hier kannst du. Was fehlt da jetzt? Eisenerz. Oh, ich muss mal in die Mine wohl. So. Jetzt ist es richtig. Okidoki, der Albert wollte das haben, ne? So, für die Trainingspuppe fehlen uns noch Sachen. Da komme ich jetzt gerade nicht weiter. Schauen wir mal. Albert. Der ist hier vorne gerade. Das ist gut. Wolltest du das nicht haben? Oder muss ich das hier abgeben? Das kann auch sein. Du hast das Dach endlich repariert. Vielen, vielen Dank. Der Luftzug machte mir einen Seitenscheitel. Jetzt, wo die Brücke fertig ist, kriegen wir viel mehr Aufträge, denke ich. Wir mussten alles nach Westen zur Hauptstraße transportieren. Aber jetzt können wir Güter direkt östlich durch die Wüste schaffen. Ja, Antoine, du bist der hübscheste von allen. Das ging schnell. Welch ein effizienter Handwerker. Ich will den Auftrag haben da hinten. Naja. Den wird der Higgins sich wiederholen, der alte Auftragsdieb. Gut, das wäre das. Jetzt gucke ich mal wegen diesen ganzen Sachen, die wir da so bauen müssen. Ob wir davon irgendwas eventuell fertig bekommen, ohne die großen Maschinen. So, wartet mal. Also, was haben wir? Die Nähmaschine können wir im Moment nicht bauen. Die zwei Sachen muss ich mir mal genauer angucken. Eine Bushaltestelle sollen wir bauen, Eisenholzstützwerke, ein Dach mit Schornstein und Verbundholzbretter. Okay. Mach die aber mal aus so lang. Verbundholzbretter. Schmelzen, schneiden. Industrielle Schneidemaschine. Verbundholzbretter. Industrielle Schneidemaschine. Okay. Gucken, ich weiß gar nicht, ob ich die habe. Dann brauchen wir die Eisenholz, die Aufladestation. Was braucht die denn? Einen industriellen Ofen, den Motor besitzen wir bereits. Ja, auch wieder hartes Aluminium.
was wir nicht machen können wegen dem elektrischen Hochofen. Uns fehlt dieser blöde Ofen. Das ist echt beschissen. Ah, für die Bushaltestelle brauchen wir Stahlhüllen. Die sollten wir hinkriegen. Wasserdichte Lampe, ja. Gestärktes Glas, Edelaluminium. Ja, können wir auch nicht herstellen. Also die beiden Sachen müssen erstmal warten. Aufladestation. Eisenholzstützwerk. Holzsäulen, die kriegen wir hin. Pappelholz, ja, ich weiß, wo es das gibt. 6 Stück bräuchten wir, 8 haben wir, das ist gut. Also die können wir bauen. Das kriegen wir auch hin. Und das kriegen wir auf jeden Fall auch hin, weil ich glaube, die industrielle Schneidemaschine, die haben wir. Eisenholzdielen. Haben wir denn? Ja, haben wir genug? Haben wir auch genug. Wunderbar. Also das kriegen wir hin. Das müssen wir bauen, ja. Wie viel haben wir denn? Haben wir auch, gut. So, hierfür brauchten wir Manganerz, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ach so. Das können wir auch wieder nicht bauen. Ach, wie dumm. Wie dumm, wie dumm. Wir brauchen unbedingt ganz, ganz dringend diese gottverdammte Maschine. Was ist denn das hier eigentlich? Wofür braucht man das? Keine Ahnung. Okay, was hatte ich jetzt gesagt? Verbundholzbretter. Verbundholzbretter, ja, sehr schön. 10 Stück. Können wir zumindest das mal machen. Okidoki. Die Seile sind fertig. Das ist schön. Hartholz läuft. Gut, dann kommen wir jetzt gerade erstmal nicht weiter, solange wir den Bauplan für diesen elektrischen Hochofen nicht haben. Das ist echt ein Problem. Tja, müssen wir morgen vielleicht mal in die Mine gehen. Ja, das kannst du erstmal hier reinlegen. So. Hier waren noch Seile drin. Komisch. Kann das sein, dass ich mir das für den Hochofen schon weggelegt habe? Nee, warte mal. 5-mal gestärktes Glas. Ah, ich glaube, die Sachen habe ich hergestellt. Tatsächlich für den Ausbau von meinem Haus schon, aber ja, mir fehlt halt noch der Ofen für den Rest oder so. Ich weiß auch nicht. Irgendwie so wird das schon sein. So. Gut, dann können wir morgen hoffentlich dann das Stahlzeug für die Trainingspuppe machen und wir brauchen Eisen. Uiuiui, so viel zu tun, so wenig Zeit, wie ich auch gerne sage. So, gut, dann würde ich jetzt gleich, wenn wir wach sind, mal kurz eine Pause machen und mir mal eben ein Brot oder sowas schmieren. Genau, so werde ich das machen. Okay, Leute, also ich bin mal kurz AFK und mache mir mal fix ein Brot und dann bin ich gleich wieder da. Also bis gleich, ihr lieben Schnüffelchens. So, da bin ich wieder. Ich werde nebenher so ein bisschen essen. Und was zu trinken habe ich mir auch besorgt. Danke nochmal, Necklord, dafür, dass du mir immer Bescheid sagst, dass ich trinken soll. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wenn ich dich nicht hätte, würde ich das wahrscheinlich vergessen. Oh, hallo. Na, Markus. Du hast heute ein bisschen Trubel, habe ich gehört. Ist wieder stressig auf der Arbeit. Wie geht's dir? Kann man so sagen. Oh, verdammt. Welche Arbeit? Was? Hör auf. Ernsthaft? Warte mal. Wir haben gestern unseren Standort in Cottbus geschlossen.
Ein paar in München auch mit wegreduziert. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Oh nein! Die spinnen doch! Oh Gott, das tut mir so leid. Und jetzt? Ah, da können wir aber auch, wenn du willst, mal über WhatsApp quatschen, wenn du das jetzt hier nicht alles so schreiben willst. Oh, wie doof! Das ist ja fies. Oh. Ich krieg eine dicke Abfindung und suche mir was Neues. Ja, aber jetzt musst du halt wieder suchen, ne? Das ist doch blöd. Und ich meine, die Arbeit war ja offenbar nicht schlecht. Hast ja selber gesagt, dass dir das auch Spaß macht, ne? Dachte ich. Also, ich hatte so das Gefühl, dass dir das gefällt, da, wo du jetzt warst. Ja. Jetzt sitzt sie direkt vorm Chat. Tja. Luna, die Mama kann nicht lesen, was die Leute schreiben. Luna, lies mal den Chat vor. Luna, lies mal den Chat vor. Toll. Kann gerade nicht lesen, was du geschrieben hast. Die Katze sitzt direkt davor. Mäuschen, geh mal weg. Komm, geh mal weg. Moshi. Komm mal her. Jo, klar, aber andere Mütter haben auch schöne Töchter, nicht? Ja, das ist schon richtig. Naja, trotzdem blöd. Jetzt sitzt du halt da, ne? Und dann von einem Tag auf den anderen vor allem. Das ist doch scheiße. Oder hast du das schon vorher gewusst? Wie doof. Naja, wartet mal, ich trinke noch einen Schluck Kaffee und beiß noch mal von meinem Brot ab. Oh, Leute. Kennt ihr diesen Käse? Diesen Käse, Saint-Albré. Oh, der ist so lecker. Ich liebe Camembert, aber der ist echt der beste von allen. Kennt ihr noch diese Werbung mit diesem Typen, wo die zwei da in diesen Käseladen reinkommen und nicht wissen, wie sie ihm klar machen sollen, welchen Käse sie suchen? Und dann malen sie so eine Blume auf dem Blatt und der Käseverkäufer dann so: Ah, Saint-Albré. Der Mann im Hintergrund macht das immer. Ich muss jedes Mal so lachen, wenn er das macht. So. Na? 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 Da lacht er. Was esse ich hier gerade? Ah, Sandalbrä. Voll gut, oder? Das war so ziemlich ohne Vorwarnung, aber halb so wild. Ey, wenn du wüsstest, wie ich hier gerade lesen muss, ne, ist egal. Ich mach mir da jetzt keinen Stress und freue mich über die dicke Abfindung fürs Sparkonto und einen Monat frei. Ja klar, warum nicht? Kann man auch so sehen, ne? Wenn man mal alles im Negativ sieht, ist doch auch nicht gut. Von daher. Klar, und du findest schon was Neues. Ich meine, du bist ja nicht dumm. Bis jetzt hast du doch immer wieder was Neues gefunden, wenn mal irgendwo was zu Ende gegangen ist. Außerdem hast du so gute Qualitäten, dich nehmen doch alle mit Kusshand. Und wenn nicht, wird das von meinem Bräverkäufer. Sonst Käse verkaufen, hat jemand im Hintergrund gesagt. Oh, Post. Ich sehe aber immer noch vor deinem Chat sitzt, ey. Hey Luna. Wartet mal. Ich mache davon jetzt mal ein Foto. Das setze ich euch nachher mal ins Discord rein, wenn ich es nicht vergesse. Wie die Katze hier direkt vor meinem Bildschirm vor dem Chat sitzt. Weil ich gerade ein Brot esse und sie unbedingt was abhaben will. Oh, jetzt geht sie natürlich genau in dem Moment weg, wo ich das Foto machen will, du blöde Ziege. So. Vergreif dich ja nicht an meinem Brot, Fräulein. Hi, Handwerkerlein. Die Porsche Times ist nun offiziell gewinnbringend. Das ist größtenteils dir zu verdanken. Hier ist was, was wir dir vom letzten Mal schuldig waren. Hier ist, was wir dir vom letzten Mal schuldig waren. Mai. Kennt man doch nie.
krieg ich was zu essen. Ja, meine Katze ist Meisterin darin, verhungert auszusehen. Es gibt so ein Foto, das muss ich auch mal ins Discord reinstellen. Es gibt so ein Foto, da liegt die, also das war nachts irgendwann. Ich musste nachts mal auf die Toilette und da hat sich die Katze wirklich so an ihrem Napf so hingelegt, so richtig, als ob die am Verhungern wäre, hat mich mit einem herzzerreißenden Blick von unten angeguckt. Also nach dem Motto, ich habe schon seit 100 Jahren nichts mehr zu fressen gekriegt, du Arschlochmensch. Und dann kam von ihr noch so ein ganz, ganz, ganz wehleidiges Miau. Und ich dachte nur so, oh, ich bin so ein schlechter Mensch. Ja. So ist unsere Katze, die ist die richtige Schauspielerin hier, ey. Oh, von der Handelsgilde. Oh, wir haben einen Spielzeugroboter gekriegt, wie toll. Müll. Mann, wann kriege ich denn hier endlich mal dieses Blöde? Ich verstehe es nicht. Wie lange dauert denn das mit der Forschung? Naja. Wir kommen halt mit den meisten Sachen nicht weiter, wenn wir diese Maschine nicht bauen können. Das ist das Problem. Muku. Andere Muku. Die Schafe, was sie für dünne Beine haben. Und Kackhäufchen. Hm? Kackhäufchen. Steckst du die gleich in deine Tasche? Mhm. Lecker. Guck mal, die hebe ich jetzt auf mit meinen Händen. Schön warm noch. Mhm. Ja, die haben wir noch gedacht. Mhm. Wofür brauchte ich das jetzt? Ich weiß nicht mehr. Den können wir an der Hammer verschenken. Achso, ja, genau. Ich weiß wieder, wofür ich das brauchte. Oh, wir brauchen unbedingt Eisen. Wartet mal, wie viele Stahlplatten brauche ich für die Puppe? 6 haben wir noch. Ich meine, gut, ich könnte die jetzt erstmal benutzen. Die brauchen wir ja eigentlich für die Nähmaschine. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich benutze die jetzt mal und mache dann für die Nähmaschine nochmal neue. Ja. Ach, ich habe die Zahlen übrigens verwechselt. Ich bin so blöd. Ich habe neue Seile hergestellt, aber brauche ich die eigentlich gar nicht. Egal. So, genau. Dann können wir die Puppe nämlich mal abgeben. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Mine und holen uns heute mal ein bisschen Eisen. Mhm. Mhm. Hi, Albert. Mhm. Okay. Spielen mit Albert morgen ab um 10. Okidoki. Oh, ich sehe doch schon wieder neue Aufträge hier. Moment. Oh, die gehen jetzt alle zur Kirche. Da muss ich mich jetzt beeilen. Bleiben Sie sofort stehen! Na, Emily, hast wieder deine Hühner verloren? Ach nee. Lilly, ich habe endlich die Kürbisprinzessin gepflanzt und sie wächst prächtig. Kürbisprinzessin? So ist es. Hast du vergessen? Es ist der Kürbissamen, den wir vom mysteriösen Händler erhalten haben. Oh, das ist großartig. Kann ich dir irgendwie helfen? Oh, du bist ja süß. Ich denke, ich kann das allein. Oh, es ist nur so, dass ich sie gerne mit dir zusammen großziehen möchte. Unser Baby. Oh, wenn das der Fall ist, lass uns das zusammen machen. Kannst du dich bitte um das Düngen kümmern? Um das Düngern? Heißt das nicht Düngen? Egal. So. Mhm. Das können wir natürlich machen. So. Nee. Ich merke gerade, ich muss gar nicht hier hin. Denn Alo scheint irgendwo hier hinten unterwegs zu sein.
Hallo? Der ist hier drin. Das ist natürlich blöd. Hier gibt's kein Eisen. Sonst hätte es gut gepasst. Aber egal. Ist die Trainingspuppe fertig? Hervorragende Arbeit. Ich probiere sie gleich mal aus. Wow. Das ist super. Du enttäuscht mich nie, Lilly, wie immer. Vielen Dank. Lass uns doch mal zusammen trainieren. Okay. Mache gut. So. Jetzt gehe ich kurz die Dinger begutachten und dann gehen wir in die andere Mine. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken. Ich habe ja zu Hause dieses Glas und den Kran und so rumliegen. Es könnte sein, ich habe die Sachen schon hierfür hergestellt tatsächlich. Wartet mal. Um meine um meine Montagestation aufzuwerten, nämlich. Ja, den Baukran haben wir. Die Chips habe ich garantiert auch zu Hause liegen. Ja, Geld. Okay. Hartes Aluminium, aber irgendwo brauchte ich doch auch noch Glas. War das hier? Ja, gestärktes Glas, das haben wir, aber nicht genug. Ich habe nicht genug gemacht, glaube ich. Was denn doch nicht dafür? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich muss mal in mein Let's Play nochmal reingucken, das nächste Mal vielleicht. Da wird es ja wohl gesagt werden, wofür ich das Glas brauche. Bei uns gibt es heute Fischstäbchen, aber nicht nur einfach Fischstäbchen, nein, Lachsfischstäbchen. Ich freue mich drauf, weil die sind echt lecker. Was gibt's denn bei euch heute so zu essen? Erzählt doch mal, Leute. Ich interessiere mich immer sehr dafür, was die Leute so essen. Ganz eindeutig das und das. Oh, und das. So. Erstmal sehe ich keinen Fehler. Ah, da. Bei solchen Sachen ist das immer sehr, sehr schwierig, die so detailliert sind. Wenn ihr es seht, sagt es mir gerne. Ah, da, lol. Okay, war doch nicht schwierig. Das ist der Nachteil, wenn man ein Spiel mal nach Ewigkeiten weiterspielt und dann nicht mehr weiß, was man davor genau gemacht hat. Ja, das ist manchmal dann ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Aber naja, es ist jetzt mal, wie es ist. Also ich wollte halt gerne, der Markus hat es gestern oder vorgestern, glaube ich, mal vorgeschlagen, dass wir da ja mal weiterspielen könnten. Und da habe ich mir so überlegt, ja, ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Naja. Das Dumme war nur, ich hätte vorher wirklich mal in mein Let's Play reingucken sollen selber, weil ich halt lang jetzt nicht gespielt habe und um zu wissen, wo wir waren und wofür wir irgendwelche Dinge gebaut haben, hätte ich das wohl mal machen sollen, aber naja, mein Gott. So, die eine Quest müssten wir doch jetzt schon fertig haben, wartet mal. Die hier, genau. Die können wir also abgeben. Und für alles andere müssen wir halt leider warten, bis wir... Das hier konnten wir, glaube ich, noch bauen, ne? Eins von diesen Sachen konnten wir, glaube ich, noch bauen. Meines wäre das hier gewesen. Gucke ich gleich auch nochmal.
Und ich wollte in die Mine. In die Mine! Jupp. Wo muss ich die denn hinbringen, die Verbundholzbretter? Offenbar da oben abgeben. Und ich brauche Dünger, Dünger, Dünger. Mache ich den hier? Dünger? Ja. Wie viel brauche ich denn? 2 Stück. Ich habe ja noch Dünger. Ich mache trotzdem mal welchen, weil warum denn nicht? 25 kriegt man da gleich raus. Wo habe ich denn den Dünger? Steinholzstoff, Zutaten, Nahrung, Mineralien, Farm. Da müsste doch da drin sein, ja. Will die nur einen? Die will nur einen. Egal, wir nehmen mal mit und dann gehe ich das gerade abgeben. So. Haben wir mal die Kürbisprinzessin düngen. Oh, noch sehr ein Prinzesschen. Zack. So, das wird das. Und dann... Eisen. Jetzt muss ich nochmal mit ihr reden. Ja gut, die Räder, also das mit dem Reden, das machen wir dann mal später. Wir machen jetzt erstmal die Mine, weil ich brauche unbedingt Eisen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Wenn wir das nächste Mal Stahl brauchen, haben wir halt kein Eisen mehr, das ist auch dann doof. Ah, hier können wir das abgeben, okay. Das war mir irgendwie nicht klar, dass es da ist. Wo ist er denn? Antoine! Nette Arbeit, hier ist deine Bezahlung. Dankeschön, dankeschön. Kann ich jetzt den Auftrag annehmen, weil ich einen abgeschlossen habe? Mal gucken. Ja, sehr gut. Haha, Higgins, alles meins. Oh, okay, kleinen Moment. Ich mache das eben gerade mal weg. Oh, was ist denn hier los? Oh Gott, wie ich sowas hasse. Gleich 2. Hm. Sperren. Sperren. So. Gut. Ist heute schon der dritte gewesen. Also das waren jetzt schon quasi, also, ne, 3 heute. Ich hoffe nur, dass ich nicht mal so eine Botwelle zum Opfer falle. Da habe ich echt ein bisschen Schiss davor. So. Weil die dann alle aus dem Chat zu dingsen, das ist echt, glaube ich, ein bisschen anstrengend. So. Ja. Und mal kurz von meinem Brot abbeißen. Ich war beim gestrigen Stream nicht dabei, aber hattest du da auch schon Probleme mit Bots oder sind die einfach nur heute sehr aktiv? Also heute sind schon 3. Normalerweise habe ich mal einen dabei. Auch nicht immer. Gestern war, glaube ich, keiner. Aber vorgestern war, glaube ich, irgendwann die Woche war schon mal einer. Aber dass ich gleich so viele, also für mich ist das viel, wenn 3 Stück so in kurzer Zeit, ich meine, so lange streamen wir jetzt auch noch nicht, finde ich schon viel, habe ich jetzt noch nie gehabt, muss ich sagen. Naja.
Nein, die sind ja schnell verbannt, aber ich meine, trotzdem ist es halt. Mal gucken. Vielleicht muss ich da dann nochmal irgendwie jemanden zum Mod ernennen, der doch öfter da ist. Weil Missy, die streamt ja dann doch öfter selber gerade, wenn ich streame. Und der Mann im Hintergrund guckt jetzt nicht so oft zu. Also er hat manchmal den Stream so nebenher laufen, aber macht dann gerade selber auch irgendwas und hat dann nicht so die Zeit, sich darum zu kümmern. Dann muss ich mal gucken. Ich muss mal sehen, ob ich da eventuell nochmal Mods benenne. Dann muss derjenige ja auch Bock haben, das zu machen und dann halt auch immer da sein. Das ist halt auch die Sache, ne? So eine Mod-Tätigkeit. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so oft, aber es muss halt jemand sein, der dann halt eigentlich auch immer mit zuguckt. Muss ich mal sehen, wie ich das am besten mache. Ich kann mir schon vorstellen, dass diese Bots schon sehr nervig sind. Ja, vor allem, wenn ich dann so höre, dass teilweise Leute so ganze Bot-Wellen abhalten müssen. Wenn ich mir vorstelle, ne, ich streame hier und von meinen Mods ist gerade keiner da. Und dann kommt hier so eine 100er Bot-Welle an. Ich weiß nicht, was ich da machen würde. Keine Ahnung. Ist mir zum Glück noch nie passiert. Habe ich nur von anderen gehört, wie das passiert ist, aber will ich mir, ehrlich gesagt, muss ich nicht haben. Hallöchen, Lilly Mausi, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ui. Naja. Ich habe eigentlich gedacht, so Mods, naja, bei mir ist das eigentlich überflüssig, weil meine Zuschauer, die sind eigentlich ganz lieb immer und da habe ich keine Probleme und so Bots kommt auch, wenn dann mal einer oder so. Aber wie gesagt, wenn dann doch mal sowas passiert, dann stehe ich halt da, ne? Dann ist es halt gut, wenn du einen Mod hast, der das macht für dich. Naja, mal sehen, wie ich das regle in Zukunft. Ich meine, mit dreien kann ich noch umgehen. Wenn es jetzt 50 wären, wäre schlimmer. Oder so. Ich weiß halt auch nicht, wie viel dann so kommen bei so einer Botwelle. Auch 10 fände ich schon irgendwie nervig. So, hier haben wir jetzt, glaube ich, alles Eisen abgeräubert. Ja. Schauen wir mal hier rüber, ob da noch irgendwo was ist. Was ist das hier? Hier ist doch noch Eisen, sehr schön. So. Was ist das für ein Spiel? My Time at Porsche. Ach ja, da hat es der Necklot schon geschrieben. Genau, My Time at Porsche heißt das Spiel. Wir spielen hier unseren Spielstand weiter, den ich schon mal im Let's Play auf YouTube angefangen habe. Wirklich sehr schade, dass es Leute gibt, die für so etwas wie mehr Viewer Geld ausgeben. Sonst gäbe es ja keinen Sinn für solche Bots, wenn niemand dafür Geld ausgibt. Ja, das ist richtig. Ist das für die Switch? Ich glaube, das gibt's inzwischen. Ich weiß es gar nicht. Also ich spiele es auf dem PC. Aber ich glaube, das gibt's inzwischen auch für eine Konsole. Ich weiß jetzt nur nicht gerade, ob es für die Switch ist. Ich bin mir nicht sicher. Musste mal nachschauen, genau. Also es gibt's auf jeden Fall für einen PC. Für die Switch bin ich mir gerade nicht sicher. Gibt inzwischen auch quasi den Nachfolger. Der nennt sich My Time at Sandrock. Ist ein super schönes Spiel. Also vielleicht einfach mal einen Trailer dazu angucken, wenn du das interessant findest. Oder halt jetzt hier zugucken. Ich kann es nur empfehlen. Ja, wie du schon sagst, ich finde es halt auch merkwürdig, dass Leute es nötig haben, für Follower Geld auszugeben. Das ist doch dann überhaupt nicht, ich weiß nicht, man hat doch da überhaupt keine Freude dran, weil man sich das doch nicht selber erarbeitet hat. Ich freue mich so über jeden neuen Follower, der hierher kommt und mich gucken will. Und meinem Kanal folgt, weil er mich interessant findet. Und ich würde mich, glaube ich, über so einen gekauften Follow, könnte ich mich doch überhaupt nicht freuen. Toll, ja, dann steht halt da, ich habe 10.000 Follower, die habe ich mir aber alle erkauft. Was ist das denn? Das ist doch nicht schön. Da hat man, finde ich, keine Freude dran. Ja. Gibt's für die Switch, aber teuer. Hm, das kann schon sein. Obwohl das ja eigentlich... Guck mal, ich weiß ja nicht, ob du auch PC
Spielerin bist. Auf dem PC müsste es, denke ich, wesentlich billiger sein. Weil es ist ja schon ein bisschen älter jetzt, das Spiel, ne? Ist halt das Problem mit Nintendo. Die machen alle Spiele, egal was es ist, irgendwie immer sauteuer. Leider. So, wie spät ist das eigentlich im Spiel? Gerade nicht, dass ich hier einfach umkippe, da muss ich auch ein bisschen aufpassen. So. Ja, bei der Mine in der Wüste, da müssen wir mal gucken, dass wir da auf jeden Fall dann bald mal weiterkommen und da ausbauen, dass wir auch, also wir kriegen ja jetzt immer von der Baumfarm Holz und da gibt es halt auch eine Mine, bei der man dann Eisenerz und alles sowas auch jeden Tag einmal was bekommt. Es wird Zeit, dass wir das bekommen, denn selber in die Mine gehen ist halt sehr nervig und anstrengend und dauert. Ihr seht es ja selber, ne? So. Eher weniger, aber Laptop spiele ich. Auf dem Laptop spiele ich nur GTA oder Sims 4. Naja, gut. Ja, wie gesagt, ist halt das Problem mit Nintendo leider, ne? Dass die auf ihren Konsolen alle Spiele einfach immer saumäßig teuer machen. So ein bisschen abzockemäßig unterwegs, die Leute leider. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal wieder raus. Ich glaube, die Zeit ist auch so langsam schon kritisch hier. Wo ist hier der Ausgang? Da. Also das Jetpack hat man übrigens nur hier drin. In der Mine. Das hat man draußen nicht. Ich weiß gar nicht, ob man sich irgendwann mal eins bauen kann. Ich glaube aber nicht. So, auf nach Hause. Heute fahren wir mal mit dem Bus. So, ich hoffe, dass dann demnächst mal endlich dieses blöde Rezept, Rezept sage ich schon, der Bauplan kommt. Und ich hoffe inständig, dass es die Maschine ist, die wir brauchen. Sonst kommen wir hier halt auf Dauer einfach nicht weiter. So. Ach du lieber Himmel. Okay. Kochrezept Datenchip Nummer 2. Habe ich den nicht schon? Nummer 1, Nummer 3, Nummer 5. Ah. Ah, cool. Warte mal. 5, 3, Nummer 2 war das hier, ne? Nummer 4. Und was ist das? Nummer 6. Okay. Das heißt, wir haben jetzt eine Menge für den Ack hier schon. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Das kann hier mal wieder rein. So, da haben wir doch einiges an Eisenerz jetzt gesammelt. Sehr gut. Gut, okay. Ich würde sagen, dann schmeiße ich jetzt hier nochmal die Öfen an mit Carbonstahlbarren. Da werden wir demnächst auf jeden Fall nochmal eine Menge davon brauchen. Ich glaube, wir brauchen auch bald mal wieder Holzkohle. So. Die werde ich gleich an den kleinen Öfen nochmal herstellen. So, das war's. Mehr gibt's nicht. Da ist die Holzkohle leer. Okay. Und der noch. Fertig. So, der Dünger ist auch fertig. Wunderbar. Ach ne, 5 Stück. Hä? Moment. Stand da nicht was von 25? Oder, nee, so...
Ich verstehe diese Zahl hier nicht. So viel kann ich noch herstellen, oder wie? Offensichtlich. Naja, mach mal nochmal vielleicht dreimal, dann haben wir 20 Dünger nochmal wieder übrig. Das ist doch auch nicht schlecht. So. Okay. Das ist auch fertig. Gut, dann heißt es jetzt... Achso, Verbundholzbretter könnte ich eigentlich direkt nochmal 10 Stück hier reinknallen. Brauchen wir ja für die nächste Quest auch wieder. Nee. Ah, falsch. So wollte ich das haben, genau. Okay. Gut. Jetzt aber schlafen, sonst fallen wir hier gleich um. Ich lese gleich mal vor, was ihr hier noch geschrieben habt. Oder die Lilly hat noch was geschrieben, genau. Oh, süß mit dem kleinen Wagen und es schneit. Ja, es ist Winter. Hm? Ja, total niedlich, finde ich auch. Und diese Wegen, also diese Busse, die erinnern mich, habe ich vorhin schon mal gesagt, total an diesen Bus von mein Nachbar Totoro. Da ist ja dieser Bus, wo die an dieser, also die warten halt auf den Bus und Totoro steht dann auch mit an der Bushaltestelle und dann kommt dieser Bus, der aussieht wie so eine Katze. Und irgendwie muss ich, wenn ich diese Töff-Töffs sehe, immer an diesen Bus denken. Bitte. Oh, na endlich. Elektrischer Hochofen. Ja, endlich. Das brauchen wir ganz, ganz dringend. Ach, gut. Wunderbar. Sehr schön. Okay, dann werden wir das Ding jetzt mal direkt bauen. So, wartet, hier mache ich gerade mal die Tiere noch klar. Oh, wie lange dauert das denn wohl, bis die hier mal erwachsen sind? Ja, ich würde auch gerne noch einen Hühnerstall haben wollen, aber im Moment ist auf meinem Grundstück einfach nicht genug Platz. Ich muss mal Geld sammeln, dass ich hier noch weiter ausbauen kann. Wartet mal, was hat das gekostet? Ach Mensch, ich muss ja heute auch noch spielen. Ja, ach niedlich. Ja, oder? Süß, gell? Das ist schon ein schönes Spiel. Es ist mit viel Liebe zum Detail auch gestaltet, finde ich. Man kann sich da auch super drin verlieren. Genauso wie bei Stardew Valley und Story of Seasons. Es ist einfach ein wahnsinnig schönes Spiel. Ich habe da auch schon so viele Spielstunden. Warte, 100.000 Gold brauchen wir. So, wir müssen gucken, dass wir uns hier heute ein bisschen beeilen. Denn der Albert möchte doch mit uns spielen. Ich glaube, da machen wir jetzt erstmal gerade nichts. Oh, hier noch was zum Verschenken. Können wir ihm ja nachher vielleicht was davon geben? Mal gucken, ob er das mag. Werden die Tiere wirklich nur mit einem Mausklick verkauft oder muss man das davor erst bestätigen? Ich weiß es nicht und ich will es ehrlich gesagt nicht ausprobieren, muss ich zugeben. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. So gut, wir gehen jetzt mal zu unserem Spieldate. Nee, erstmal gehe ich fix zu Emily und gebe die Quest ab. Und dann gehen wir zu unserem Spieldate. Ich muss das Spiel haben. Ja, es ist wirklich schön. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist ein super, super schönes Spiel. Und auch total, ich finde es total leicht zu verstehen auch. Wie gesagt, man kann sich da mega drin verlieren. Man kann auch super viel machen. Es ist halt eher so ein, es ist kein Farmspiel, so wie Stardew Valley. Es ist eher so ein Spiel, du leitest halt deine eigene Werkstatt, ne? Du musst immer Sachen herstellen und musst dir die Materialien dafür sammeln und so. Aber eben auch mal was anderes, ne? Ich hoffe, dass man das erst bestätigen muss. Wäre blöd, einfach aus Versehen mal ein Tier zu verkaufen. Ja, Wie gesagt, ich habe es noch nie ausprobiert. Normalerweise klicke ich nicht so auf die rechte Maustaste. Daher ist mir das Gott sei Dank auch noch nie passiert. Aber ich denke mal schon, dass man das bestimmt bestätigen muss. Vielen Dank. Die Prinzessin sagte mir, ich solle Hihi sagen. So, wo müssen wir denn hin? Einfach nur hier. Okay, wer will da was? Wer ist das? Mai. Ja, dafür haben wir jetzt gerade keine Zeit. Tut mir leid. So. Ich muss auch nachher erst gucken, was wir für die Maschine brauchen. Oder kriege ich das noch hin? Um 10 geht's los. Na, eine Stunde haben wir noch. Da kann ich noch fix gucken. Ja, eine Stunde, genau.
was wir denn für die Maschine brauchen. Wo ist sie? Industrielle, elektrischer Hochofen. Also, Holzkohle machen wir eh gerade. Die hier, die können wir bauen. Das dürfte kein Problem sein. Stahlhüllen, Stahlplatten. Dafür müssen wir erstmal Carbonstahlbarren herstellen, was wir ja gerade tun. Und erhärteter Lehm. 4 Stück. Diesen Lehm können wir schon mal herstellen. Und ich gucke noch gerade, was wir für diese Töpfe brauchen. Die können wir auch herstellen. Wie viel brauchten wir davon? Moment. 2 und 4-mal Lehm. Okay, das machen wir noch fix. So, davon 2. Und dann machen wir den Lehm noch an. Na. Da. So. Und jetzt aber schnell zum Date, bevor wir hier den Startpunkt verpassen. Was gibt's Leckeres bei dir, Lilly? Ein Brot mit Käse. Ich hatte so einen Hunger, ich musste mir erstmal ein Brot machen vorhin. Lurk, gleich wieder da. Okay. Dann viel Vergnügen im Lurk und bis gleich, meine Liebe. So, spielen. Spiel beginnen. Also, was wollen wir heute machen? Wie wär's mit der Tafelrunde? Okay, gehen wir was essen. Komm mit. So. So. Mhm. Nee, warte mal. Fragt der nicht, ob man sich hier irgendwo hinsetzen will? War das nicht so? Warte mal. Eigentlich fragen die einen. Oh, wollen wir Dart spielen? Sie meinen, du hättest ein Händchen für Pfeile. Macht es dir was aus, das mal zu demonstrieren? Okay, spielen wir Dart. Oh, zu früh.